Am Morgen trifft eine Rakete den Freiheitsplatz in Charkiw, explodiert in einem Feuerball vor dem Gebäude der Regionalverwaltung. Die Wucht der Detonation schleudert Trümmer durch die Luft. Die Büros, die zum Platz hinaus zeigen, werden schwer beschädigt. Die Fenster sind zerborsten, das Mobiliar zerstört. Einsatzkräfte der Feuerwehr durchkämmen anschließend das Gebäude, inspizieren die Schäden und suchen nach möglichen Opfern. Der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilt den Angriff scharf. Das ist Terror gegen unsere Stadt, Terror gegen die Ukraine. Wir hatten keine Militärobjekte auf dem Platz, wie in anderen Bezirken, wo die Artillerie trifft. Rakete auf dem zentralen Platz, das ist unverhüllter Terror. Keiner wird es vergessen, keiner wird es verzeihen. Das ist ein Militärverbrechen, das ist ein Terrorismus der Russischen Föderation. Danach kann Russisch nur terroristischer Staat sein. Nordwestlich von Kiew rollt zudem ein nicht enden wollender Konvoi auf die ukrainische Hauptstadt zu, mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Artilleriegruppen und Begleitfahrzeugen. Die Kolonne mehr als 60 Kilometer lang, aufgenommen auf Satellitenbildern. Sie zeigen, Russland macht weiter mobil. Auch im Süden von Belarus, Luftaufnahmen dokumentieren die Bewegung von russischen Bodentruppen und Kampfhubschraubern kurz hinter der ukrainisch-belarussischen Grenze. Dieses Video des russischen Verteidigungsministeriums soll seine Schlagkraft demonstrieren. Es zeigt, wie die russische Luftwaffe ihre Ziele ins Visier nimmt, um die militärische Ausstattung der Ukraine auszuschalten. Dabei treffen die russischen Angriffe auch immer mehr zivile Ziele, fordern immer mehr zivile Opfer, wie dieses Twitter-Video belegen soll. Zivilisten liegen leblos auf der Straße, verifizieren lassen sich diese Bilder nicht. Die Zerstörungen durch die russischen Angriffe sind schon jetzt, wie hier in Ochtyrka, knapp 2 Stunden von Charkiw entfernt, immens. Und die Ukraine wirft Moskau vor, die russische Armee habe eine besonders zerstörerische Vakuumbombe gezündet. Ihr Einsatz ist nach der Genfer Konvention verboten. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, suchen viele Menschen wie Ekaterina Babenko in Kellern Zuflucht. Sie harren schon seit 5 Tagen hier aus. Es ist ein Albtraum, es trifft einen so tief, dafür gibt es keine Worte. Wir sind mit kleinen Kindern und älteren Menschen hier, die Situation ist sehr beängstigend. Unter dem Bombardement der russischen Truppen wurde auch diese Neugeborenenstation aus einem Krankenhaus in Charkiw in diesen Bunker verlegt. Medizinische Versorgung in einem provisorischen Schutzraum.